Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. Beim letzten Mal sind wir direkt vor dem Kern von Sam stehen geblieben. Und wir schauen uns mal an, was wir jetzt so machen können. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Okay, die müssen wir uns gleich im anderen Raum anschauen, aber wir haben erstmal Gleichung für ihn. Dr. Aridana aus dem Tech-Labor hat ein paar Gleichungen gesendet, die du lösen sollst. Ich bin bereit. Übertragung läuft. Viel Spaß damit. Hey, was zum... Sam. Schadcode entdeckt. Oh oh. Sam? Irgendwie war das klar. Versuche, Schadcode zu deaktivieren. Bitte warten. Kann ich irgendwas tun? Sam? Ist das eine weitere Fehlfunktion oder... Sam, versuchst du mir irgendwas zu zeigen? Aha. Okay, ich glaube, ich hab's. Sam, okay. Rede mit mir. Hallo Pathfinder. Bitte initialisieren Sie die Konsole, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Okay, was war das denn für eine Nummer? Ich habe mir schon fast gedacht, dass die uns verarschen Sam. Will. Was ist passiert? Die Gleichungen enthielten einen Trojaner, ein Virus, mit dem direkten Ziel, unsere Verbindung zu trennen und mich hilflos zu machen. Na, ist klar. Eine Wiederherstellung der Verbindung wäre nicht möglich gewesen. Um so ein Virus herzustellen, wäre ein erstklassiger KI-Programmierer erforderlich. Ja. Nur meine einzigartigen Anpassungen haben permanente Schäden verhindert. Entriegle die Tür. Wir müssen ins Tech-Labor. Mal sehen, was Dr. Aridana dazu sagt. So, wir gehen hier erstmal in den Raum, um uns die Erinnerungen anzuschauen. Und wenn ich nicht ganz verkehrt liege, war der hier. Ja, genau. So, genau. Hier war das. Was war das? Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Okay. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Haben wir noch einen? Offensichtlich nicht, oder? Ich probiere es nochmal. Ich Nein. bin Dr. Leonard Tissot. Den kennen wir schon. Die persönlichen Logs Ihres Vaters. Log 2 und Log. Erstmal Log 2. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Okay. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Wie sieht's damit aus? Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Auf dieses Log kann zurzeit okay. nicht zugegriffen werden. Bla, und was Durch machen wir hier? Die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Was soll denn das? Da können wir noch nichts machen, okay. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal zurück. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Ja. Okay. Verstehe ich jetzt nicht. Das war vorerst alles. Natürlich. Ich bin verwirrt. Wir gehen nochmal zurück. Nicht, dass ich wirklich irgendwas übersehen habe. Ist ja theoretisch möglich. Da haben wir schon geguckt, was ist das? Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin, dass es keine beobachtbare Population gibt. Daraus ergibt sich die Frage, wann eine Spezies wirklich ausgestorben ist. Was, die ja. waren in der ganzen Galaxie zu Hause.
Es dauerte Jahrhunderte zu bestätigen, dass sämtliche Vertreter der Spezies ausgestorben waren. Es ist zwar möglich, dass eines Tages in irgendeiner versteckten Ecke der Galaxie noch lebende Proteaner gefunden werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist statistisch betrachtet nicht relevant. Mhm. Ach, Backen halten. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Nö. Na gut. Hier kommen wir nicht weiter. Aber was wir jetzt. Zeigst du wieder dahin? Doch, tut er. Ryder, eine der Erinnerungen ihres Vaters ist verfügbar. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, nachdem bei ihrer Mutter die Krankheit diagnostiziert wurde. Aber die kennen wir schon, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist simpel. Wir nehmen Sam. Wen? Die KI. Simulierte adaptive Matrix. Sam. Wir nehmen deine Forschung und koppeln Sam mit einem Implantat. Meine Arbeit über Bioimplantate war erfolgreich, aber das... Ich weiß nicht. Was hat der Arzt gesagt? Alec. Was hat er gesagt? Es wird schlimmer. Damit ist alles klar. Es wird klappen. Sam, heilt dich. Alec, ich bin kein Krieg, den du gewinnen musst. Du bist kein N7 mehr. Das heißt nicht, dass wir... Sie haben dich deshalb aus der Allianz geworfen. Es geht hier um dein Leben. Alec, aber vielleicht ist meine Zeit einfach gekommen. Ich bin ein Mensch. Wir sterben. Ist nun mal so. Alan, bitte. Dich zu verlieren ist keine Option. Und die Kinder verlieren ihre Mutter nicht. Sie hatten schon keinen Vater. Dann sei einer. Sie würden ihn umtauschen. Kann dieser Sam schon sprechen? Hallo, Alan. Warum geht ein Baum zum Zahnarzt? Zur Wurzelbehandlung. Sehr humorvoll. Humoralgorithmen. Er begreift es noch nicht so ganz. Könnte aber auch am Lehrer liegen. Das fühlte sich völlig real an. Mom war da. Am Leben. Es war mein erstes Zusammentreffen mit Ellen. An diesem Tag begann mein Unterricht über die menschliche Sterblichkeit. Okay. Ihre Mutter schien auf den Tod vorbereitet zu sein. Aber Dad war es nicht. Mom wollte ihn lediglich dafür bereit machen. Obwohl alle Menschen eines Tages vergehen. Ja, aber wenn es jemand ist, den du liebst, dann ist es nicht ganz so einfach. Ich begreife langsam, woher die Entschlossenheit ihres Vaters kam. Private Audiologs sind jetzt im Quartier ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Okay. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Okay. Das war vorerst alles. Natürlich. So. Zwar kannten wir es also doch noch nicht. Haben wir denn neue Audiologs? Ich bin Dr. Lea. Nee, das ist... Die persönlichen Logs ihres Vaters. Okay. Herr Alec, wir haben dich lange genug reden gehört. Okay, also die Ironie ist folgende. Meine Forschung über biotische Implantate und E-Zero hat diese dämliche Krankheit ausgelöst. Aber vielleicht wird sie mich auch retten. Streich das vielleicht. Hey, das ist mein geheimes Log. Jedenfalls könnte das richtige Implantat in Verbindung mit der richtigen KI die menschliche Physiologie stärken. Während die Krankheit versucht, mich zu töten, gehen das Implantat und Sam dagegen vor und halten die Dinge im Gleichgewicht. Ergebnis? Ich bleibe noch ein wenig hier. Vielleicht löse ich auch die vielen Hochzeitstagsessen ein, die mir dieser eine Typ schuldet. Okay. Wie sehen Sie als Quarianer und Historiker die Reaktion Ihres Volkes auf die Geth? Nun, wir haben die künstliche Intelligenz verbannt, was verständlich ist. Aber es war ein Hammerschlag auf einen zerbrechlichen Nagel. Und das war was? Der Auslöser der Revolte.
der erste Geth, der uns fragte, Schöpfer, hat diese Einheit eine Seele? Aber wie konnte sie eine Seele haben? Geth hatten keine sinnvolle Wahrnehmung der Welt oder die Vielfalt an Erinnerungen, die wir für selbstverständlich halten. Und schlimmer noch, die Geth betrachteten uns als Schöpfer. Die Revolte war unvermeidlich. Wir waren ihre Vorgesetzten. Und das lehnten sie ab. Na dann, Deal mit dem Shadow Broker. Ja, das war eine klare Ansage, finde ich. So, mehr haben wir auch hier nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Wenn unser Vater mit dem Shadow Broker einen Deal gemacht hat, finde ich das vorsichtig gesagt etwas merkwürdig und auch ein Stück weit beängstigend. Aber ich weiß jetzt echt nicht, was ich davon halten soll. Ne? Ja, keine Ahnung. Was sagt ihr? Wir gehen jetzt erstmal hier weg. Ja. Ja, also von daher irgendwie ist das alles noch sehr abstrus, sehr noch nicht so klar. Also von daher gucken wir jetzt gleich einfach mal weiter. Und dann sehen wir, wir werden jetzt auf jeden Fall mal erstmal mit der Eulen da rummotzen. Das ist erstmal, das geht mal gar nicht. Wie kann die unseren Sam, wie kann die unseren Sam versuchen zu, ich sag mal, vergiften oder wie immer man das nennen will. Das ist, ja, schauen wir einfach mal. So, dann will ich mal eben... das haben wir gemacht. Und wo ist er denn da? Okay, das müssen wir auch noch machen. Aber erstmal müssen wir jetzt hier... War das hier? Nein. Nexus. Ja. Das machen wir jetzt als nächstes. Und so... Das ist wohl diese Richtung hier. Oh, ich kann es gar nicht erwarten, wenn ich auf Ajax bleibe. Ja, genau. Kannst du nicht erwarten. Schauen wir mal, was das hier alles noch so gibt. Dumm. Jetzt kommen wir ein bisschen schneller rein hier. So, die dumme Nuss. Die Völker der Initiative konnten sich bislang nicht auf einen einheitlichen Lehrplan für alle Kinder einigen. Insbesondere die Asari beharren auf ihren Forderungen. Das war HMS. So, dann hier irgendwo rechts. Hier irgendwo. So, nein. Hä? Wo war denn das jetzt noch? Irgendwo hier rechts, sagt er mir. Hey, nach oben. Dann gehen wir mal nach oben und schauen einfach mal, was wir denn hier oben haben. Da ist es ja.
Da ist es ja. So. So, komm her, dumme Nuss. Willkommen, Pathfinder. Hat Sam die Gleichungen gelöst, die ich gesendet habe? Ja, sozusagen. Gelöst? Sie hätten fast den Sam-Kern zum Absturz gebracht. Die Gleichungen enthielten ein Virus, das auf die Beschädigung künstlicher Intelligenzen ausgelegt war. Glauben Sie, ich? Niemals! Ich verabscheue Gewalt gegen jede Art von Leben, organisch oder synthetisch. Ja, gute Frage, aber wie konnte das dann geschehen? Wie ist das Virus dann in Ihre Gleichungen gelangt? Vielleicht wurden meine Dateien verändert oder ersetzt. Aber warum? Ich bin in letzter Zeit häufig auf diese Nieder mit KI-Stimmung gestoßen. Graffiti, Beschwerden bei Tan. Vielleicht ist jemand den nächsten Schritt gegangen. Warum sollte jemand künstliche Intelligenz hassen? Synthetisches Leben hat andere Bedürfnisse und Motivationen. Es kann geheimnisvoll sein. Und mächtig. Viele fürchten, was sie nicht verstehen. Wenn diesen Leuten nichts Besseres als Graffiti einfällt, würde ihnen ein wenig künstliche Intelligenz vielleicht ganz gut tun. Ganze Spezies wurden von der KI, die sie erschaffen haben, ins Exil getrieben, Champ. Sowas hinterlässt Spuren. Trotzdem ist der Angriff auf Sam dreist. Ob es wohl vorher schon ähnliche Vorkommnisse gegeben hat? Der VI-Kiosk wurde heute Morgen zerstört. Okay. Ich kann mich ja mal umsehen. Ja, dann machen wir das mal. Ich weiß auch nicht so recht, ob ich hier wirklich glauben soll. Man weiß es nicht. Da ist der Ausgang. So, dann die Richtung. Und wieder nach unten, auf jeden Fall. Künstliche Intelligenz ist eine Bedrohung für jedes organische Leben. Wollen Sie mehr darüber wissen? Hä? Was ist hier denn los? Orte Pathfinder Rider. Hallo, verzeihen Sie das Bildungsprogramm. Ich habe Avina gehackt, um eine Sockenpuppe zu haben. Unser Virus hat sie also befreit. Hoffentlich geht es Ihnen ohne KI im Kopf jetzt besser. Sie haben das Virus geschickt, um mich zu befreien? Von Sam? Nicht nur ich, unsere Bewegung. Aha. Wir konnten sie nicht leiden lassen mit diesem Ding in ihrem... Ja, wir leiden unglaublich. Die wissen möglicherweise nicht, dass ihr Virus gescheitert ist. Wenn sie vorgeben, dass es funktioniert hat, gewinnen sie vielleicht ihr Vertrauen. Hallo, Ryder. Die Unterbrechung der Verbindung kam sehr plötzlich. Ich bin dankbar, aber ein wenig benebelt. Das geht vorbei. Sehen Sie, genau das will unsere Bewegung beenden. Knight sagt, das Verschmelzen von Mensch und KI ist eine Bedrohung für jedes Leben. Und sie weiß Bescheid, das können Sie mir glauben. Oh, Knight ist unsere Gründerin. Ohne sie gäbe es das Virus gar nicht. Ich würde Knight gerne persönlich danken. Ich frage Sie. Vielleicht führt sie sie sogar durch unsere Zuflucht. Großartig, danke. Ich kann nichts versprechen, aber achten Sie auf Ihre E-Mails. Wiedersehen. Eine ganze Bewegung von Hackern, die KIs hassen und eine Anführerin namens Knight haben. Sie und ihre Anhänger scheinen Erfahrung mit der Mensch-KI-Partnerschaft zu haben. Wenn sie dich angreifen, sind sie zu allem fähig. Ich überprüfe meine E-Mails. Wir müssen sie finden. Wenn ich zu Regent wäre, könnte ich diese ganze Station als Geisel nehmen. Okay, da kommen wir also nicht weiter, weil wir auf eine E-Mail warten müssen. Dann gucken wir mal. Was ist hier? Da können wir nicht viel machen. Damit sind wir durch. So, dann Verbündete und Beziehungen. Ja, ist klar. Dann besuchen wir mal PB. So.
Wir müssen nach oben. Lalalala. So. Diese Energieausfälle ergeben einen Sinn. Sie hören Memo an Professor Linkensender in die Reihe. Lalalala. 30 Meter ist jetzt auch nicht mehr so weit. Wir müssen ja gleich dann bei Ihrer Butze sein. Da geht's rein. Na dann, hallo Pibi. Was bist du? Tada! Mein Projekt. Sie ist fertig. Was ist sie? Das? Er, sie, ist doch egal. Er ist nur ein Proof of Concept. Ich habe die Relikt-Eingabeaufforderungen entfernt, um rauszufinden, ob ich ihn selbst aktivieren kann. Es hat funktioniert. Jetzt kann ich ein Einsatzmodell mit Kampfprotokollen bauen, das für Sie kämpft. Und? Hm? Was denken Sie? Das ist fantastisch. Sie haben sich selbst übertroffen, Pibi. Suvi und Gil sollen ihn unter die Lupe nehmen. Und danach ziehen Sie das Kampfmodell für mich vor. Ich hatte gehofft, dass Sie sich darüber freuen. Oh nein, ich habe vergessen, die Tür... Scheiße. Sieh an, Belisarian. Und wer bist du jetzt? Ich wusste nicht, dass du dieses Loch immer noch nutzt. Und wer ist das da? Und wer bist du? Kalinda, das ist Ryder. Hallo, Kalinda. Oh, jeder weiß, wer der menschliche Pathfinder ist. Ich meinte deinen Reliktfreund. Das geht dich nichts an, Kalinda. Natürlich nicht. Und genau das macht es ja so interessant. Sei doch nicht so feindselig, Süße. Seien Sie nicht so herablassend, Süße. Das hier ist Pibis Reich und Sie haben hier nichts zu suchen. Ich finde, da ist ein bisschen Feindseligkeit durchaus gerechtfertigt. Aber, ich war einfach besorgt, meiner lieben alten Freundin könnte etwas zugestoßen sein. Tut mir leid, dass ich hier einfach so reingeplatzt bin, Belisaria. Aber es freut mich zu sehen, dass du... nach vorne blickst. Bis dann. Ich begleite Sie nach draußen. Also, wollen Sie darüber reden? Ach, Kalinda und ich kennen uns schon ewig. Ja. Wir haben uns gemeinsam der Initiative angeschlossen und waren lange wie eine Familie. Jetzt aber nicht mehr. Wenn man 1000 Jahre lebt, kommen und gehen die Leute, Ryder. Es ist dumm, sich an jemanden zu binden. Oder an einen Ort. Es wird Zeit, zusammenzupacken. Hier hält mich nichts mehr. Hey, ich hoffe, Sie wissen, dass Sie jederzeit mit mir reden können. Was sind Sie doch süß. Danke, Ryder. Das ist nett von Ihnen. Wirklich. Aber keine Sorge, mir geht's gut. Vergangen ist vergangen. So, Relikt freigeschaltet. Pibis Forschung hat die Kraft Relikt vor ihr freigeschaltet. Ryder kann damit Sepp herbeirufen. Okay. So. Ich packe mein neues Haustier und alles Wichtige ein. Wir sehen uns dann auf der Tempest. Ja, das tun wir wohl. So, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Komm nach Eos. Okay. Da ist nichts weiter auf dem Planeten. Nexus. Ne, da müssen wir auf die Mail warten. Chat Terminals hacken. Das war ja das, was wir beim letzten Mal probiert haben. Okay. Empfänger auf Eos. Im Atrium der Imperium nach... Kiri erstmal treffen. Ist denn das? Ist das hier?
Sieht ein Stück weit so aus. Ich kann mich auch täuschen. Ah, nee. Ah, doch, auf EOS. Ja, das heißt ja nur. Dann gucken wir mal. Und dafür bin ich in die Schule gegangen? Weiß ich nicht, wofür du in die Schule gegangen bist. Da müssen wir runter. Entschuldigt. So, also auf jeden Fall hier. Der menschliche Pathfinder ist tot. Alec Ryder kam ums Leben, nachdem er auf Habitat 7 im Ericsson-System gelandet war. Berichten zufolge hat sein Sohn als neuer Pathfinder das Kommando über die... Was heißt hier Gerüchten zufolge? Das ist mal ziemlich sicher. Nicht. Da ist aber noch eine Queste. Oder sah zumindest so noch eine aus. Dann müssen wir jetzt wohl da oben hin. Da ist sie ja. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Ja. Hi, die Dokumentation kommt extrem gut an. Ihre Kommentare sorgen für reichlich Gesprächsstoff. Direktor Tan hat die erste Sendung übrigens geliebt. Er hat Ihnen sogar eine Zuwendung für Ihre Ausgaben geschickt. Okay. Danke. Dann kommen wir mal zu den spannenden Themen. Die Wissenschaftler sind von ihrem neuen Außenposten begeistert. Aber viele Leute fragen sich, wieso Prodromos überleben sollte, obwohl Anlage 1 und 2 gescheitert sind. Mein Team und ich haben EOS gründlich erforscht und sogar die Stürme beendet. Alles Weitere liegt jetzt beim Außenposten. Aber die alten Gefahren existieren nicht mehr. Was nicht heißt, dass keine neuen auftauchen können. Ja, das ist logisch. Die mit Prodromos aber hoffentlich zurechtkommen wird. Diese Risiken sind sicher sehr stressig. Wie entspannen Sie sich zwischen den Missionen? Na, flirten wir doch einfach ruhig mal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie Ihre Kamera für irgendwas weglegen. Tja. Ich bin aber nicht historisch relevant. Ich muss kurz über meine Antwort nachdenken. Und ich möchte es trotzdem wissen. Zu Hause bin ich segeln gegangen. Ich liebe das Wasser. Heute spiele ich Ozeangeräusche ab, schließe die Augen und erinnere mich. Okay, Sie sind dran. Meine Crew und ich verbringen unsere Freizeit gemeinsam. Wir sind ein Team. Auch das ist Geschichte. Diese kleinen Augenblicke dazwischen. Jetzt noch einige Bilder dieser Relikttechnologie, ein paar Erklärungen und die Episode ist fertig. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, so sind wir. So, dann gucken wir mal, was wir noch haben. Hier ist alles nichts mehr. So. Cash. Achso, alles klar. Ich hoffe, dass es hier auch irgendwie ist. Lalalala. Oh, ich sehe aber, die 30 Minuten sind schon wieder voll. Das geht immer schnell, erst mal gucken. Selbst in solchen Missionen, wo eigentlich nicht so irre viel passiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Sage bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Wir suchen, wie wir. Oh, schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht. I'm only human after all. 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 Don't put the blame on me. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschen.